Von der Pathologie glaubt fast jeder zu wissen, was dieses für ein Fach ist. Nur meistens stimmt es nicht, denn die Pathologie ist ein klinisches Fach, ein medizinisches Fach und nicht mit der Rechtsmedizin zu verwechseln, also auch nicht mit dem Tatort. Hier wollen wir einmal zeigen, was in der Pathologie tatsächlich gemacht wird. Dabei steht in der Pathologie der Patient im Vordergrund, insbesondere natürlich die Probe des Patienten, die zu einer Diagnose führen soll. Eine exakte Diagnose, wie sie in der Pathologie durchgeführt wird, ist für den klinisch tätigen Arzt essentiell, weil er ansonsten nicht richtig therapieren kann. In einem großen Klinikum wie dem Klinikum Minden kommen zahlreiche Proben per Rohrpost. Sie können aber auch durch den Boten oder durch die Post in die Pathologie gelangen. Der Schnellschnitt ist eine Schnelluntersuchung. Diese wird durchgeführt während einer Operation eines Patienten, zum Beispiel zur Klärung, ob ein gutartiger oder bösartiger Tumor vorliegt oder ob die Schnittränder des Präparates im Gesunden entfernt wurden oder ob der Chirurg nachresizieren muss. Das Schnellschnittgewebe muss dabei auf einem Metallstempel gefroren werden, damit es im steifen, gefrorenen Zustand dünn geschnitten werden kann und entsprechend die Diagnose möglich ist. Die im Kryotom durchgeführten Schnitte sind sehr dünn und entsprechen nur einigen wenigen Mikrometern, das heißt Tausendstel Millimeter. Sowie der sehr dünne Schnitt auf dem Objektträger gelangt ist, wird manuell gefärbt. Dieses geht schneller als eine Maschinenfärbung und ist notwendig im Rahmen der Schnellschnittdiagnostik. Im Hintergrund hört man die etwas lauten Maschinen, die täglich rund um die Uhr im Labor laufen. Sowie die Färbung fertig ist, muss das Präparat eingedeckelt werden. Das heißt, ein ganz dünnes Glasdeckelchen wird draufgeklebt und dadurch wird das Präparat sehr lange haltbar. Es kann nach vielen Jahren noch nachträglich angeschaut werden. Natürlich wollen wir beim Schnellschnitt nicht jahrelang warten, sondern so schnell wie möglich dem Chirurgen im Operationssaal mitteilen, wie der Befund lautet. Dieses passiert natürlich am Mikroskop. Im Übrigen, Pathologen sind natürlich Ärzte. Irgendwas Besonderes machen wir. Ne? Natürlich werden die allermeisten Präparate erst nach Fixierung aufgearbeitet, das heißt nicht im Schnellschnitt untersucht. Bei großen Proben ist es notwendig, dass zunächst erst einmal das Präparat beschrieben wird und danach entschieden wird, welche Teile für die Histologie untersucht werden. Dabei kommt es wesentlich darauf an, dass die entsprechende klinische Fragestellung beantwortet werden kann. Zum Beispiel, um was für einen Tumor handelt es sich oder ist der Tumor im Gesunden entfernt. Auch kleine Biopsien werden natürlich beschrieben und gezählt, damit es nicht zu Verwechslungen kommen kann. In speziellen Kapseln werden dann die Präparate über Nacht in speziellen Automaten
entwässert. Das heißt, das Wasser wird herausgezogen und stattdessen durch Wachs ausgetauscht. Wenn dieses passiert ist, können die entsprechenden Präparate in Wachsblöcke ausgegossen werden. Dieses sieht man gerade im vorliegenden Film. Wichtig dabei ist, dass das Gewebe in der Oberfläche komplett zu liegen kommt, damit alles für die Präparation im Mikroskop zur Verfügung steht. Dieses bedarf natürlich einiges an Geschicklichkeit. Sind die Wachsblöcke hergestellt, müssen diese geschnitten werden. Und zwar noch dünner und qualitativ hochwertiger wie beim Schnellschnitt. Auch dieses bedarf natürlich einer unglaublichen Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit, wie man im Folgenden sieht. Der sehr dünne Schnitt muss gestreckt werden. Dieses passiert auf einem warmen Wasserbad. Und mit dem Objektträger kann man dann im Wasser unterhalb des Schnittes diesen auf den Objektträger aufziehen. Seltene Färbungen bzw. Sonderfärbungen, die nur wenig benötigt werden, werden per Hand durchgeführt. Dieses ähnlich wie beim Schnellschnitt. Die histologischen Standardfärbungen wie die HE-Färbung oder die PAS-Färbung werden im Automaten durchgeführt. Dieser kann auch gleichzeitig die Objektträger eindeckeln. Bei uns werden so über 300.000 Objektträger und entsprechende Präparate angefertigt. Trotz der maschinellen Unterstützung handelt es sich hier in allererster Linie immer noch um Handarbeit. Im Nachfolgenden sehen wir einfach der Maschine beim Arbeiten zu. Durchaus interessant. Je nach klinischer Fragestellung und Gewebetyp werden zahlreiche Objektträger zu einem Fall zusammengefügt. Dieses passiert manuell, da unterschiedliche Färbungen und unterschiedliche Schnitte zu
zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt werden müssen. Achtung, hier darf nichts verwechselt werden. Wenn alles korrekt zusammengestellt wurde, ist der Arzt an der Reihe. Die verschiedenen Präparate des eigentlichen Falles werden unter dem Mikroskop beurteilt und dann dreidimensional zusammengefügt, um zu einer entsprechenden endgültigen Diagnose zu kommen. Die Nummer K9293-19. Start. Nachbericht. Das Diktat am Mikroskop wird über den Computer aufgezeichnet und dann im Schreibbüro zu einem Befund zusammengefügt. Zur besseren Orientierung für die Diagnose wird am Bildschirm vom Patienten alles gezeigt, was relevant ist und auch die Vorbefunde. Eine der wichtigsten Methoden in der Pathologie ist die Immunhistochemie. Dabei werden Zielproteine im Schnittpräparat angefärbt und dargestellt. Dieses ist wichtig zur Beurteilung von Tumorentitäten, aber auch für die Prognose in Bezug auf eine Medikamententherapie für den Patienten. Die Untersuchung erfolgt vollautomatisch. In Minden verfügen wir über 160 verschiedene Antikörper. Mal zurückklicken. Komplexe Fälle, viele Antikörper. Die Befundung erfolgt natürlich wieder am Mikroskop durch den Arzt. Die fertigen Befunde werden kontrolliert und unterzeichnet. Damit ist die endgültige Diagnose fertig. Die beurteilten Objektträger werden archiviert und zwar für mindestens 10 Jahre. Ein kurzer Rundgang durch die Molekularpathologie. Es handelt sich hierbei um die modernste und neueste Methodik in der Pathologie. Untersucht werden krankheitsrelevante genetische Veränderungen. Es können dabei Erreger wie Viren nachgewiesen werden oder bei Tumoren können spezielle Mutationen gefunden werden, die entweder diagnostisch sind oder in den meisten Fällen eine Prädiktion für eine Medikamententherapie erlaubt. Die molekularpathologischen Ergebnisse führen dabei zu einer zielgerichteten Therapie. Durch seine Diagnostik wird der Pathologe durch die Histologie, Immunhistochemie und Molekularpathologie zum Lotsen der Therapie für den Patienten. Ich hoffe, dieser kurze Film hat etwas mehr Klarheit in das Tätigkeitsfeld des Pathologen gebracht. Die Idee zu diesem kleinen Film kam im Rahmen der Kinderuni am Klinikum Minden. Im Rahmen aller Mitarbeiter, die an diesem Film beteiligt waren, bedanke ich mich für das Zuschauen und würde mich für eine positive Bewertung des Filmes freuen.